Kraft in Mettmann. Ich bilde meine Auszubildenden auch an diesem Anhängerwürfel aus. Was Sie, meine Damen und Herren, bis zur Teil 1-Prüfung drauf haben sollen, sind zumindest die Klemmenbezeichnungen der gängigsten Verbraucher. Und Sie sollen bis zur Teil 2-Prüfung auf jeden Fall die Pinbelegung der Anhängersteckdose drauf haben. Das soll es auf jeden Fall können. Ja, meine Auszubildenden haben jetzt Fehler für mich eingebaut, die ich jetzt suchen soll. Und ich hoffe natürlich auch finden werde. Und ich führe Ihnen vor, was Sie machen sollten. Ein Prüfschema sollten Sie sich frühzeitig angewöhnen und vor allen Dingen auch immer dabei bleiben, nie mehr davon abweichen, damit Sie nicht an einem Fehler vorbeimessen. Ich lege dann jetzt einfach mal los. So, zuerst schalten wir die einzelnen Verbraucher ein. Dabei unterbrechen wir die Verbraucher direkt an der Spannungsversorgung den entsprechenden Klemmen, damit wir auch ausschließen können, dass ein Verbraucher, in dem Fall hier 58 links, Begrenzungslicht, sein Strom über irgendeine andere Klemme wie 54 oder 49 L erhalten könnte. Das gleiche machen wir natürlich mit 54 Bremslicht. Und wir stellen hier fest, hier leuchtet 83B Nebelschlussleuchte mit. So, und wenn ich dann noch einen Kugelschreiber hätte. Ja, vielen Dank. Dann mache ich Folgendes. Sobald mir optisch hier irgendetwas Außergewöhnliches auffällt, notiere ich mir oder skizziere ich mir erstmal die Brücken. Die Brücken, die ich hier skizziere, haben Folgendes. Die oberen Brücken, das ist immer der PKW, das untere ist der Anhänger. Unter fallbarer Höhe, ungefähr hier, ist dann die Anhängersteckdose montiert. So, und wir fangen dann hier an, da ich jetzt hier 54 gezogen habe, die Bremse, und dann feststelle, dass hier etwas Abnormales ist, notiere ich mir die Klemme 54. Und dann gleichzeitig noch die 83B, weil 83B in der Beschlussleuchte sollte jetzt noch nicht aktiviert werden. So, immer eine nach dem anderen Zugschalter ziehen, nicht dass Sie irgendetwas verpassen. So, dann nehmen wir den Fahrtrichtungsanzeiger links. Wir sagen in der Prüfung bitte nicht Blinker. Fahrtrichtungsanzeiger rechts. 83B, wir stellen wiederum fest, dass hier in dem Falle 54 und 83B, also Bremslicht und Nebelschlussleuchte, zusammenleuchten. Die 8 ist dann auch Klemme 8 und Pin 8, unser Rückfahrscheinwerfer. Das war jetzt erstmal das optische Durchprüfen. Danach unterbrechen wir die Spannung, bevor wir den Stecker aus dieser Anhängersteckdose rausziehen, weil in der Teil 2 Prüfung gäbe es für die Nichtbeachtung dieser Regel 5 Punkte Abzug. Und das wäre ja schade, wenn man sonst alles richtig gemacht hätte und dann nur noch 95% Punkte hätte. Für die folgenden Messungen stelle ich mein Multimeter erst einmal ein auf DC-Gleichspannung. Wenn ich jetzt einen Multimeter hätte mit einstellbarer Messgröße, würde ich jetzt 20 Volt DC eingeben. So, als erstes überprüfen wir die Bordnetzspannung. Wobei die eigentliche Bordnetzspannung keine so große Aussagekraft hat, aber wir wollen ja wenigstens sehen, dass etwas ankommt, dass Spannung anstehen könnte. Als zweites überprüfen wir Pluspotenzial. Dabei geht es darum, festzustellen, ob das Plus in der Anhängersteckdose genauso gut ist wie das Plus an meiner Spannungsversorgung. Und mein zu erwartendes Messergebnis sollte 0 mV sein. Dazu gehe ich jetzt in Pin 9. Pin 9 ist die Klemme 30 Dauerplus. Und wir bekommen hier angezeigt 0 mV, das ist also perfekt. Danach gehen wir in Pin 10, das ist Klemme 15, geschaltetes Plus, 0 mV werden angezeigt, perfekt. Den gleichen Vorgang machen wir mit Masse. Wir wollen natürlich auch feststellen, dass die Masse in jedem Pin hier einwandfrei vorhanden ist und auch hier wäre unser zu erwartendes Messergebnis 0 mV. Zuerst gehe ich in Pin 3, das ist die Masse für die Verbraucher 1 bis 8, also für den großen Teil dessen, was wir hier sehen. Danach in Pin 11 der Masse für Pin 10 unser geschaltetes Plus. Und hier fällt auf, wir haben keine 0 mV. Dementsprechend skizziere ich mir direkt die nächste Brücke, in dem Fall hier 31/10. Wichtig ist natürlich bei allen verbauten Fehlern, dass sie messtechnisch auch nachvollziehbar sind, sonst würde dieser Fehler auch in der Prüfung nicht gewertet werden. Bei Pin 13 habe ich hier 0 mV, das wäre also in Ordnung. Nachdem wir dann Plus- und Massepotenzial dann hier
durchgeprüft haben, überprüfen wir jetzt die einzelnen Verbraucher. Da ich jetzt weiß, dass meine Masse in dieser Anhängersteckdose so gut ist wie die Masse an meiner Batterie, kann ich die eine Messspitze hier drin lassen und brauche dann nur noch eine Messspitze hier in die Anhängersteckdose einzuführen. Das ist dann viel besser auch zu handeln. Ich beginne mit Pin 5, Klemme 58, ziehe den Zugschalter, aktiviere also im Pkw die Stromversorgung, das ist in Ordnung. Dann kann ich in Pin 7 gehen, das ist dann für 58L, Pin 5 war 58R, also beides begrenztes Licht. Den Zugschalter bitte wieder rein. Danach gehe ich in Pin 6, das ist unser Bremslicht 54. Danach gehe ich in Pin 8, das ist auch Klemme 8, unser Rückfahrscheinwerfer, ist auch in Ordnung. Danach gehe ich in Pin 1, das ist Fahrtrichtungsanzeiger links. Dabei achten wir bitte darauf, dass die Messspitze zuerst eingeführt wird, dann der Schalter betätigt, damit wir sehen, ob kurz ein OL angezeigt wird und dann die Bordnetzspannung. OL ist ein Zeichen dafür, dass das Relais jetzt praktisch den Leertakt hatte. Damit können wir sicherstellen, dass der Steuerstromkreis auch funktionieren könnte, das Relais arbeiten könnte. Wäre kein OL angezeigt worden, dann wäre der Steuerstromkreis überbrückt worden. Und somit würde der Blinker oder der Fahrtrichtungsanzeiger dauerhaft leuchten. Jetzt gehe ich in Pin 4 für Fahrtrichtungsanzeige rechts, ist ebenfalls in Ordnung. Als nächstes gehe ich in Pin 2, 83 Nebel Schlussleuchte, die ist in Ordnung. So, auffällig war ja 54, wir haben aber, ich probiere es nochmal, in 54 hier im Pkw keine Auffälligkeit gehabt. Plus und Masse Pins haben wir schon abgeprüft, das heißt, wir gehen jetzt in den Anhänger und das machen wir mit einer Widerstandsprüfung. Sie sollten niemals eine Widerstandsprüfung an unter Spannung stehenden Teilen unternehmen. Sie könnten entweder einen Stromkreis gefährden oder das Messgerät. Zumindest bekämen Sie in der Prüfung für diesen Vorgang 10 Punkte Abzug. So, wir stellen natürlich unser Multimeter auf Widerstand. Wenn wir eine Messgröße vorgeben sollten, dann nehmen wir jetzt von mir aus 100 Ohm als Messwert. Das würde in den meisten Fällen erstmal ausreichen. Wenn die Verbindung einwandfrei ist, sollten hier nahe 0 Ohm angezeigt werden. Sobald Sie mehr als 0 Ohm messen, sollten Sie diesen Wert aufschreiben. Gut, ich gehe in 58 links. 58 links ist Pin 7. 58 links ist in Ordnung. 58 rechts, wir erinnern uns, Begrenzungslicht. Pin 5 ist in Ordnung. Dann Pin 6 für die Bremse, 54. Und die Bremse ist hier in Ordnung. Als Gegenmessung gehen wir auf die andere Seite. So würden wir das bei einem echten Anhänger auch machen. Jawohl. Dann können wir auf 49L, Fahrtrichtungsanzeiger links, das wäre Pin 1. Der ist in Ordnung. 49 rechts, Pin 4. Der ist in Ordnung. Dann gehe ich in 83B, Pin 2. Der ist ebenfalls in Ordnung. Und dann gehe ich noch in 8. Das wäre auch Pin 8. Unser Rückfahrscheinwerfer, der ist ebenfalls in Ordnung. Und als letztes prüfen wir über diese Messmethode dann noch die Masse im Anhänger. Die 31. Hier wird angezeigt OL. Ich mache aber noch eine Gegenmessung, ob das für die andere Seite ebenfalls zutrifft. Und wir sehen fest, stellen hier fest OL. Da ich jetzt eine neue Klemme habe, von der ich eben noch nichts wusste, skizziere ich jetzt natürlich noch eine neue Brücke für 31-1-8. Streiche diese Brücke hier durch und 31-10 hatte ich eben vergessen oder -10. Da hat man auch eine Unterbrechung. Da hätte ich natürlich schon einen Verdacht, aber zuerst mal halte ich mich bedeckt und messe weiter. So, zur Erinnerung stecke ich jetzt den Stecker nochmal rein. Dabei haben wir natürlich die Spannung wieder unterbrochen. So, dann haben wir festgestellt, bei 54 leuchtet 83B mit. Wenn ich 83B ziehe, nehme ich Schlussleuchte, gehen die Bremslichter ebenfalls an. Dazu könnte man jetzt folgende Messmethode wählen. Und zwar, wir messen jetzt den Widerstand im Anhänger
und suchen nach einer Querverbindung, einem Plusschluss zwischen der 54 und der 83b. Wenn wir einen Wert hätten von 0 Ohm, dann könnten wir sagen, im Anhänger direkt praktisch unter dieser Paneele hätten wir eine Querverbindung, einen Plusschluss, eine Verbindung. Haben wir aber nicht, deshalb notiere ich jetzt erstmal den Wert 54, fallen nach rechts, 83b, man kann auch direkt hinschreiben Anhänger, damit wir nachher nichts verwechseln. Und dann habe ich hier 0,7 Ohm. Dann gehe ich mal auf die andere Seite, um zu sehen, ob sich dieser Wert bestätigen lässt. Der Wert ist etwas höher, nein, er bleibt stehen, der Wert kann so bleiben. So, ich gehe wieder zurück. Jetzt stecke ich den Anhängerstecker wieder rein. Würde sich der Wert jetzt reduzieren, wäre das schon mal ein Hinweis darauf, dass eine der beiden im Pkw sein könnte. Da wir immer noch keine Spannungsversorgung haben. So, jetzt ist der Stecker drin und wir haben den gleichen Wert von 0,7 Ohm. Zur weiteren Gegenmessung versuche ich jetzt eine Verbindung herzustellen im Pkw selbst zwischen der 54, in dem Falle Pin 6, der ist hier oben links, und der 83B, nämlich Schlussleuchte, der ist hier rechts, und stelle im Pkw eine Verbindung fest von 0 Ohm, beziehungsweise einen Widerstand fest von 0 Ohm. Das würde darauf hindeuten, dass wir im Pkw eine direkte Verbindung hätten. So, wenn ich natürlich im Pkw eine Brücke ziehen würde und hätte dann ein Kabel statt der Brücke reingesteckt, dann mache ich das deshalb, damit ich dann einen Stecker in den anderen hineinstecken kann. Um das mal so vorzuführen, ich habe eine Brücke gezogen, stecke einen Stecker rein und kann einen anderen Stecker dann dazu bringen, also praktisch eine Verbindung zu anderen Verbrauchern herstellen. So, und die 83B, da könnte man sich denselben Vorgang vorstellen und wir hätten dann hier eine Verbindung zwischen 54 und 83B. Ob diese Verbindung jetzt auf der Pkw-Ausgangsseite oder Pkw-Eingangsseite ist, lässt sich messtechnisch nicht nachvollziehen. Wir müssen jetzt erstmal davon ausgehen, dass es so stimmig ist. Die 0 Ohm Widerstand sprechen dafür. Des Weiteren, um mich nochmal mit den Massepunkten zu beschäftigen, da wir festgestellt haben, im Pkw fehlt die Brücke 3110 und 3110, wenn wir da mal drauf gucken können, diese Masse ist die Masse für geschaltetes Plus. Das heißt, die Kontrollleuchte geschaltetes Plus dürfte eigentlich gar nicht funktionieren. Außer geschaltetes Plus, die Klemme 15, würde ihren Strom oder beziehungsweise ihre Masse von woanders her bekommen. Das könnte natürlich auch Pin 3 sein. Und deshalb können wir uns dann Folgendes vorstellen. Wir hätten hier eine Kreuzschaltung zwischen 3110 und 3101 bis 8. Das heißt, davon ziehe ich hier ein Kabel hier hin. Das heißt, das, was an Masse über 3110 kommt, bedient dann die anderen Verbraucher. Und das, was wir normalerweise für die normalen Verbraucher nehmen, schleusen wir dann hier einen 3110, damit die Kontrollleuchte 15 dann auch leuchten kann. Selbst wenn wir aber meinen, wir hätten alle Fehler gefunden, sollten wir noch ein paar Gegenmessungen ausführen oder durchführen. Das könnte man noch folgendermaßen machen. Und zwar über eine Spannungsabfallmessung. Zu diesem Zwecke machen wir Folgendes. Wir gehen einmal auf Batterie Plus und wir gehen auf 54. Die Spannungsabfallmessung ist ein Maß dafür, wie viele Elektronen in irgendeinem Zeitfenster durch einen Verbraucher durchfließen. Als Maßgabe könnte man Folgendes nehmen. Wir nehmen die Wattzahl des Verbrauchers, zum Beispiel 54, hätte dann eine Wattzahl von 21 Watt. Mal 15 bis 20 ergäbe ein Messergebnis in Millivolt Spannungsabfall. Also 21 mal 20, wir müssen ungefähr 420 Millivolt maximalen Spannungsabfall haben. Ich aktiviere jetzt mal hier unseren Verbraucher und wir stellen fest, wir haben keinen Spannungsabfall von ungefähr 400, sondern von über 600 Millivolt. Das können wir jetzt natürlich auch noch überprüfen mit 83B. Wenn die beiden eine gleichwertige Verbindung zueinander haben, sollten wir annähernd auf die gleiche Anzeige kommen.
Wir haben jetzt 520. Ich wechsle mal die Schalter. Komme jetzt wieder auf 608. Und jetzt haben wir sogar etwas mehr. Das spricht also ganz klar für einen sogenannten doppelten Plusschluss. Das heißt, ein Verbraucher speist den anderen. Ja, meine Damen und Herren, das wäre es für den ersten Moment gewesen. Wenn ich jetzt der Prüfling wäre, würde ich das Ganze natürlich noch dokumentieren, zum Beispiel auf diesen Blättern. Da gibt man zum Beispiel ein, die Klemme, die ich prüfe, Klemme 15. Nehme ich jetzt einfach mal als Beispiel, Klemme 15. Dann die durchzuführende Maßnahme, ich nehme es noch gerade hier vor, zum Beispiel eine Spannungsprüfung. So ein bisschen abkürzen. Und dann natürlich die Frage, von wo nach wo messe ich. In dem Falle würde ich jetzt zum Beispiel sagen, von Batterie Plus. In dem Falle müsste ich dann sagen, Stecker 30 und Pin 30, das wäre dann das Gleiche. Hier würde ich dann reingehen, Anhängerstecker, das wird allerdings hier ein bisschen eng werden. In dem Falle hätten wir dann hier den Stecker Pin 9, beziehungsweise müssen wir eigentlich sagen 15 und Pin wäre in dem Falle dann hier die 10. So, Sollwert, wenn alles in Ordnung wäre, mindestens mal 12 Volt. Dann die Messart, Messbereich, den wir vorher im Messgerät eingegeben haben, DC 20 Volt. Dann hätten wir vielleicht gemessen 13,8 Volt. Und dann hätten wir festgestellt, jawohl, das entspricht dem, was wir uns vorgestellt haben, das erwartete Messergebnis, das wäre in Ordnung. Das machen wir mit allen Messungen, bis wir meinen, fertig zu sein. Als letzten Satz schreiben wir dann noch darunter, was wir vorgefunden haben. In dem Falle würde ich jetzt zum Beispiel hinschreiben, doppelter Plusschluss von Klemme 54 PKW auf 83B PKW und eine Kreuzschaltung von 31-10 PKW auf 31-1-8 Anhänger. Das Blatt geben wir dann ab und dann hoffe ich, dass alles gut wird. Der Prüfer lächelt, Sie lächeln und die Auszubildende, Herr Bossel, natürlich auch. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.